Warum geben eigentlich die anderen Viecher kein Leder? Oder warum kann man dann zum Beispiel anstatt Leder nicht Kaninchenfell benutzen? Fände ich irgendwie sinnvoller. Weiß auch nicht. So. Noch mehr Hasen. Dann lass nochmal nach da drüben gehen. So, kommen wir wenigstens ein bisschen zu Fleisch. Verpflegung ist ja hier das A und O. Hört die Welt hier auf oder lädt das einfach nur nicht nach? Ah, okay. Gut. Das dachte ich schon. Es wird schon wieder dunkel, ey. So ein Mist. Na gut, lass vielleicht doch einfach wieder zurückgehen. Ich höre schon die ersten Viecher. Hallo? Ich höre schon Skelette. Und Hasen auf Bäumen. Hat das Skelett wenigstens erwischt? Natürlich nicht. Keine Fackel mehr. Okay, gut. Dann lass mal ganz fix nach Hause zurückgehen, nachdem wir hier die Kohle geklaut haben. Bewaffnen und dann nix wie los. Bei Nacht sind eh keine Viecher mehr da, also keine Kühe und keine anderen Tierchen, die da spawnen könnten, sondern naja, eben nix halt, außer die ganzen bösen Tierchen. Von dem her machen wir uns jetzt lieber direkt auf den Heimweg. Man sieht in der Ferne noch gar nicht unser Häuschen leuchten. Die Gegend lädt mal wieder nicht nach. Da ist ein Zombie. Ja, im Lauf mitgegeben. Krass. Ist das Lava? Nein, das sind unsere Fackeln, die wir da hingeklatscht haben. Okay, dann sind wir nah am Zuhause. Was machen die Hasen denn hier noch? Ja. Oh, Mädels, ey. Jungs und Mädels, was geht hier ab? Das geht. Kann er wohl nicht losgehen hier einfach. Ah, da ist es ja. So. Erstmal eine Kleinigkeit mampfen.
Und dann packen wir die ganzen tollen Sachen hier mal in die Kiste rein. Haben wir überhaupt tolle Sachen? Blöcke. Und Federn. Wir könnten auch selber Pfeile herstellen. Wir könnten auch das Knochen, die Knochen mal zu Knochenmehl machen. Das Fell hauen wir da mal rein. Das Fleisch schmeißen wir gleich mal in den Bräter. Und mit dem Leder machen wir gleich mal die nächsten Bücher. Drei Stück. Jetzt dürften wir insgesamt 5 haben. Und 3 brauchen wir für ein Bücherregal. Das heißt, wir hauen hier jetzt direkt mal das erste Bücherregal raus. Perfekt. Und machen das einfach direkt mal. Hier oben mit hin. Das kann man dann nachher wieder abbauen, wenn wir es irgendwo anders brauchen. Ist überhaupt kein Problem. So. Das verdorrte Fleisch. Gebratenes Kaninchen. Lecker, lecker, lecker. So. Schönes Steak. Geil. Ich würde sagen, wir craften uns noch ein paar Fackeln. Ach nee, wir haben sogar noch Fackeln. Supi. Und das Fleisch schmeißen wir hier in unsere Versorgungskiste. Brot haben wir auch noch. Ah, jetzt haben wir vergessen, bei den Kühen die Milch noch abzuzwacken. Oh Mist, ey. Da haben wir mal nicht aufgepasst. Ah, das Zuckerrohr wächst und gedeiht. Supergeil. Das könnten wir eigentlich direkt noch ernten. Da hinten ist noch ein Skelett. Fuck. Ach. Mist, ey. Fuck. Ja, so schnell kann's gehen. Memo an mich selbst. Nie wieder bei Nacht ernten. Ich hätte es wissen müssen. Mistsack. Okay. Am besten wird es sein, wir legen uns schlafen. Und reparieren das dann. Ach, so eine Scheiße, ey. Na gut. Bisschen rumgefailt. Wie immer. Diese und diese
Und vielleicht noch diese. Und dann machen wir noch ein paar Stufen. Dann machen wir den Weg auch gleich mit weiter. Und für den Fenster braucht man auch noch welche. Warum mache ich die da unten rein? Da oben rein? Ich brauche die doch hier griffbereit. So. Ach, das kotzt mich jetzt an, ey. Ganz ehrlich. Erde brauchen wir auch noch. So. Hier. Nee, falsch. Diese. Zack, zack, zack. Und die Erde. Zack, zack, zack. Dann bepflanzen wir das nachher neu. Na gut. So viel ist er dann doch nicht kaputt gegangen. Gott sei Dank. Was wir jetzt hier machen, ist, wir bauen an diesem Weg weiter. Ich will den nach unten haben. Ah. Damit wir hier. Schönen Aufgang haben. So. So. Da noch eins hin. Und weil es so schön ist, ne? Dann geht das hier nach unten. Lassen wir es mal so. Wir müssen jetzt hier nicht exzessiv Wegbau betreiben. Das nimmt nur einen Haufen Kapazität weg. Wir bepflanzen jetzt sofort. Wir bepflanzen jetzt sofort unser Beet hier neu. Dazu benötigen wir die Hacke, die bald den Geist aufgeben wird. Deshalb benötigen wir dazu auch noch eine zweite Hacke, die wir nicht besitzen. Was heißt, wir müssen eine neue machen? Dann benötigen wir dazu noch die Weizenkörner und eventuell noch Zuckerrohr. So. Eine neue Hacke. So. Und da ist die eine auch schon weg. Pflanzen, pflanzen, pflanzen. Und das war's schon, okay. Was macht der Weizen da hinten? Ist der fertig? Ja. Das ist super, denn der gibt neue Samen, die wir da vorne sofort wieder einsammeln können. Einpflanzen können. So. Supi. Also gut, wir konnten es retten. Das ist erfreulich. Gut.
Ich würde sagen, an der Stelle beende ich schon wieder diese Aufnahmesession. Das war jetzt eine halbe Stunde. Das gibt 2 Folgen. Das ist super. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann lasst es halt bleiben. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr Ideen oder Anregungen habt, was wir aus diesem Let's Play noch alles machen sollten, könnten, müssten. Und wenn ihr ein Abo da lasst, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.